Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt heute endlich das What I Eat in a Day, in 3 Days Video. Ja, ich habe das schon sehr lange angekündigt, dass ich euch auch mal ein bisschen was zu meinem Essverhalten in den letzten Monaten erzähle. Hab's nicht schneller geschafft. Was sehe ich hier gerade? Keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall wirklich nicht schneller geschafft. Aber jetzt ist das Video da und ich hoffe sehr, dass euch das so ein bisschen weiterhelfen wird. Ich werde euch in diesem Video einfach zeigen, was ich mir so zu Hause immer zu essen mache oder was ich so allgemein einfach esse. Ich habe ja in den letzten 3 bis 4 Monaten so um die 8 Kilo abgenommen. Einfach nur durch gesunde Ernährung. Ich habe keinen Sport dazu gemacht. Hätte ich wahrscheinlich mal machen sollen, aber kam bisher noch nicht dazu. Vielleicht mache ich es irgendwann. I don't know. Es hat auf jeden Fall so sehr, sehr gut geklappt. Ich dachte, bevor wir mit dem Video starten, beziehungsweise mit meinem Frühstück, erzähle ich euch ganz kurz so ein bisschen, wie mein Freund und ich diese Diät durchgezogen haben. Denn er hat auch extrem viel abgenommen. Ich weiß nicht wie viel, aber sehr viel. Wir haben tatsächlich jeden Tag nur Reis oder Quinoa oder Couscous oder so mit Gemüse gegessen. Und das war so unser Hauptgericht, sage ich mal. Also morgens habe ich mir voll oft einfach eine Bowl gemacht, so wie ich euch das jetzt gleich auch zeigen werde. Nur ohne jetzt zum Beispiel so Schokodrops oder so. Ich habe auch darauf geachtet, dass nicht unbedingt so viel Banane drin ist, weil Banane ja auch viele Kalorien hat und viel Zucker und einfach. Banane ist zwar gesund, aber es ist schon viel, so sage ich mal. Ja, und dann haben wir mittags und abends eigentlich nur dieses Gemüse gegessen mit dem Reis. Mein Freund hat super oft Magerquark dazu gegessen, wegen der Proteine. Ich habe mir manchmal so einen Hähnchenersatz dazu gemacht oder so einen gewissen Dip aus... Ach, den zeige ich euch gar nicht später. Naja, auf jeden Fall habe ich den aus veganer Creme Fraiche gemacht, dass ich einfach so einen Kräuterquark draus gemacht habe. Dann Feta-Käse haben wir auch noch gerne dazu getan. Manchmal auch rote Bohnen und Mais, dass man so ein bisschen mexikanischen Flair hat. Keine Ahnung. Wir haben uns da immer irgendwie so ein bisschen versucht, Variationen reinzubringen, weil dieses nur Gemüse und Reis ist halt schon trocken, sage ich jetzt mal. Guacamole kann ich euch dazu auch übrigens sehr, sehr doll empfehlen. Ich liebe allgemein Avocado. Und als Gemüse habe ich, weil ich mag eigentlich gar kein Gemüse, außer Brokkoli und Blumenkohl, habe ich immer Brokkoli und Blumenkohl gegessen. Und dann, weil mein Freund sich das immer gemacht hat, auch Paprika, Zucchini, Lauch. Ja, und dann halt manchmal Tomate, Gurke noch so nebendran, so was Frisches. Ja, auf jeden Fall ist es das gewesen, was wir immer gegessen haben. Und dadurch haben wir wirklich sehr, sehr viel abgenommen. Weil wir halt auch vorher einfach, ich sag mal, zu Hause gekocht haben wir gar nicht so ungesund. Wir haben aber super viel zum Beispiel McDonald's gegessen. Also wir waren schon so 2-mal die Woche bei McDonald's, was jetzt halt nicht so geil war und nicht so gesund. Und dann haben wir auch oft mal so nicht so gesunde Sachen gesnackt und so. Und bei mir ist es eigentlich schon immer so gewesen, ich habe nur eine schlechte Phase. Und jetzt ist es auch wieder so, dass wir keine Süßigkeiten zu Hause haben. Also leider, auch wenn Besuch kommt, sorry, aber wenn du dich nicht ankündigst, gibt es hier auch nichts zum Snacken, weil als ob ich mir jetzt so Chips oder Schokolade oder so in der Schublade lager, falls ich dann Heißhunger bekomme und mir das dann reinstopfe. Also das ergibt für mich keinen Sinn. Wenn ich mir mal sage, boah, du hast jetzt da mega Lust drauf und du möchtest dir heute mal was gönnen, dann beweg auch deinen Arsch zum Supermarkt und kauf dir das halt auch extra dafür und dann auch nicht in Massen, sondern in Maßen. Und ist es aber, ich glaube, das ist auch so ein ganz guter Tipp für Leute, denen das vielleicht schwerfällt, auf sowas zu verzichten. Wenn ihr das nicht kauft, dann in dem Moment, wo ihr dann drauf Bock bekommt, entweder müsst ihr euch komplett anziehen und einkaufen gehen dafür oder ihr lasst es einfach. Ja, so viel zu dem Thema Abnehmen. Es ist wirklich, Disclaimer hier am Anfang, es ist nur meine Erfahrung. Ich bin überhaupt kein Ernährungsexperte. Mein Freund kennt sich ein bisschen besser damit aus, aber ich bin da komplett raus. Ich erzähle euch nur das, was bei mir funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kalorien was hat. Das habe ich nie irgendwie so richtig gezählt. Und ich weiß nur, dass es einfach bei mir funktioniert hat, dass ich gesund bin und dass es mir gut geht und dass mir nicht an Energie oder so fehlt. Und jetzt starten wir mit meinem Frühstück für heute. Und zwar mache ich mir eine Frühstücksbowl, eine Smoothie-Bowl. Und dafür möchte ich euch auch mal dieses Gerät hier zeigen. Es ist jetzt nicht so optimal, aber das benutze ich auch für alle meine Dips und Guacamole und alles, was ich eigentlich mache, benutze ich dieses Gerät. Das ist von
Genau, weiß ich jetzt auch nicht. Perfekt. Ich versuche euch das mal unten in der Infobox zu verlinken. Da kann man halt alles drin klein hackseln und muss nichts machen. Und jetzt zeige ich euch, was in meine Bowl reinkommt. Und zwar habe ich wirklich immer in Massen Tiefkühlfrüchte da, weil die einfach für die Smoothie Bowls am besten sind. Einmal für heute Mango und Erdbeere habe ich für mich ganz neu entdeckt, diese Kombi. Finde ich richtig geil. Und dann so ein bisschen Banane tue ich rein, und zwar sehr reife Banane, einfach für die Süße, damit ich nicht noch extra Süßungsmittel reintun muss. Ich gucke immer ungefähr, wie ich das mache. Also ich zähle das jetzt nicht ab. Mein Freund bekommt ja auch noch eine Portion ab, deswegen ist das auch für zwei. Das ist das, was ich heute esse. Aber ich mache auch super oft Heidelbeeren mit Himbeeren zum Beispiel gemischt. Dann hat man sowas richtig Beeriges. Aber irgendwie bin ich aktuell auf dem Erdbeer-Mango-Bananentrip. Ja, das werde ich jetzt alles in dieses Gerät geben, das durchmixen, und dann melde ich mich, sobald es fertig ist. So, das Ganze ist fertig. Ich brauche wirklich mal ein besseres Gerät dafür. Ich liebe zwar dieses Gerät, aber ich finde, für diese extrem gefrorenen Früchte ist das einfach nicht so gut. Ich habe das Gefühl, da wäre was anderes besser. Also falls ihr Smoothie Bowl Profis seid, dann schreibt mir gerne mal ein Gerät in die Kommentare, womit das einfach geht und man nicht die ganze Zeit da so nachrühren muss. Ich werde das Ganze jetzt aufteilen für mich und meinen Freund, in die Schüssel füllen. Und dann werde ich das ganz einfach dekorieren bzw. garnieren mit diesem Kokosjoghurt von Alpro. Der ist einfach mega lecker und ich mag das, so ein bisschen was Kokosnussiges drin zu haben. Dann selbstgemachtes Granola. Dafür müsst ihr einfach nur so ein bisschen Bratfett in die Pfanne geben, wirklich nur wenig. Dann ganz viel Haferflocken drauf und dann Agavendicksaft und das dann einfach so ein bisschen anbraten, sage ich mal. Und dann habt ihr richtig leckeres selbstgemachtes Granola. Dann werde ich Banane da drauf tun. Chiasamen, ganz wichtig. Dann ganz am Schluss tue ich noch so ein bisschen Kokosraspeln drauf, nur so für die Deko. Ein bisschen Schokotröpfchen brauche ich immer unbedingt, sonst schmeckt es mir nicht. Dann natürlich Himbeeren und Blaubeeren. Und ganz am Schluss noch Mandelmus. Genau, und das werde ich jetzt machen, dann werde ich es euch zeigen, weil wir dekorieren halt, ne? Da filme ich jetzt nicht mit heute. Okay, Leute, das Essen ist angerichtet. Ich zeige es euch jetzt. Und es ist heute richtig schön geworden. Könnt ihr das sehen? Moment. Ich nehme euch mal hoch. Boah, warum zeige ich das nicht direkt auf der Küchentheke? Genau. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe mir natürlich für das Video jetzt extra Mühe gegeben. Normalerweise sieht das so ein bisschen hingekackt und hingeschissen aus. Aber ja, für das Video muss man das ja so richtig bloggermäßig machen. Und besser als so bekomme ich es halt auch nicht hin. Ach mein Gott, Hauptsache es schmeckt, und ich kann euch eins sagen, es schmeckt extrem gut. Ne? Ihr seht hier noch die Kokosraspeln, das Mandelmus habe ich so rüber gemacht, und die Schokodrops sind für mich so, so essentiell, weil sonst schmeckt es mir einfach nicht so gut, und das werde ich jetzt verspeisen. So Leute, einige Stunden später und ich habe wieder Hunger. Es ist einfach auch schön. Also nein, es ist nicht einige Stunden später, es ist viele, viele Stunden später. Es ist nämlich jetzt 15 Uhr und ja doch, mich beschleicht schon so ein kleines Hüngerchen. Ich stelle euch mal ab. Ich fahre aber jetzt gleich mit meinem Bruder und meinem Vater in die Stadt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da vielleicht auch was essen. Deswegen würde ich mir jetzt nur einen Snack machen. Und da wir, glaube ich, nichts anderes haben als Brot, werde ich mir jetzt einfach Brot machen. Also normalerweise würde ich jetzt Eiweißbrot essen, weil das so am besten ist von dem, was ich so ablesen kann. Aber ich habe jetzt hier noch Roggenvollkornbrot, das nehme ich jetzt einfach. Und da tue ich mir drauf, ich glaube, Avocado mit so ein bisschen Feta-Käse und Gewürzen. Und dann passt das schon. Und wenn ich dann in der Stadt Lust habe, was zu essen, kann ich immer noch was Richtiges essen. Guck mal, mein Freund hat sich auch einen Snack gemacht. Der gönnt sich wirklich immer Magerquarkchen, das ist so abartig, aber ihm schmeckt es wirklich mega lecker. Und da hat er jetzt Chiasamen reingemacht, gefrorene Himbeeren und ein bisschen Mandelmus. Und das findet er super. Mus. Ja, und ich bin immer noch bei meinem Brot. Ich bin noch nicht weitergekommen. Übrigens, ich nehme immer so viel Butter, das ist wirklich frech. Bei mir müssen auch immer die Ecken perfekt ausgefüllt sein. Das triggert mich, wenn das nicht so ist. Mein glamorous Essen ist fertig. Und das hier, ne? Absoluter Geheimtipp. Ihr wisst ja vielleicht, ich liebe Salz über alles und ich liebe Zitrone über alles. Und das ist einfach Salz mit Zitrone aus meiner Lieblingsinsel Ibiza.
Das kann ja wirklich nur geil sein und ich liebe es. Ich tue mir das überall in Unmengen drauf. Ich weiß, Salz ist nicht so gesund. Ich übertreibe es auch nicht so mega doll. Und dann kommt da gleich noch dieses Gewürz drauf. Übrigens höre ich den lieben langen Tag Podcasts immer. Also wenn ich aufräume, wenn ich esse, wenn ich E-Mails beantworte. Ich höre wirklich den ganzen Tag Podcasts. Und weil es langsam irgendwie ein bisschen mau wird, weil ich ja die ganze Zeit Sachen höre, brauche ich neue Podcast-Empfehlungen von euch. Mich interessiert alles in Richtung True Crime. Laber-Podcasts, aber nur von Leuten, die ich interessant finde. Und gut, das war's dann auch schon. Genau. Also ich höre aktuell am liebsten Baywatch Berlin. Von Anfang an war ich dabei. Absolut. Also schon die erste Folge hat mich, war einfach komplett lachkick. Liebe ich über alles. Höre ich jede Woche am Freitag. Dann natürlich She's the Man, ne? Bester Podcast ever. Also die Girls, ne? Sind die. Zeitverbrechen höre ich gerne. Mordlust und Mord auf Ex. Und ansonsten Eulen vor die Säue finde ich auch eigentlich sehr witzig, den Podcast. Und ansonsten habe ich keine. Und oh, das ist schon sehr wenig, muss ich sagen. Jetzt höre ich gerade Alle Wege führen nach Ruhm von Paul Ripke und Joko Winterscheid. Aber ich muss irgendwie sagen, ich mag Joko. Paul Ripke, da habe ich nicht so eine... Weiß ich auch nicht, ich verfolge den jetzt nicht so. Und der ist voll sympathisch, aber irgendwie catcht mich dieser Podcast nicht. Und ich höre jetzt nur gerade die Folge mit Elias Mbarek, weil ich früher voll der Fan von ihm war und mich das halt so interessiert, was die so zu erzählen haben. Ja, und danach bin ich wieder, habe ich wieder nichts mehr, ne? Deswegen, falls ihr Podcast-Empfehlungen habt, gerne damit in die Infobox. Und by the way, wie gut sieht das bitte aus? Ey, alles sieht auch einfach mit Gewürzen besser aus, ne? Und schmeckt auch viel besser. Ihr müsst wirklich dieses Salz probieren, dieses Sal de Ibiza mit Zitrone. So, und jetzt mal für alle Leute, die abnehmen wollen, aber extrem abhängig von süßen Getränken sind. Ich bin nicht so ein Mensch, also ich brauche sowas gar nicht. Wenn ich draußen bin, trinke ich mal eine Cola oder so. Und wir haben öfter mal zu Hause Eistee, wovon ich alle 3 Tage mal dann ein Glas trinke. Also wirklich höchstens, ansonsten trinke ich nur Wasser oder mal ein halbes Glas Saft oder so. Also ich bin gar nicht so der Typ eigentlich. Aber ich habe jetzt den hier entdeckt. Den kennt ihr bestimmt von TikTok durch den Pink Drink. Aber der hat im Gegensatz zu anderen Eistees viel weniger Kalorien. Zum Beispiel der hier hat 34 Kalorien pro 100 Milliliter. Und ich finde, der Brattee ist schon nicht so mega zuckrig, wisst ihr, was ich meine? Und dieser hier, also den gibt es in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt nur Pfirsich und Hibiskus. Der hier hat 14 Kalorien. Also es ist schon wirklich, finde ich, jetzt ein Unterschied. Natürlich kein großer, aber nur so als kleiner Tipp, falls ihr Eistee sehr gerne mögt und nicht darauf verzichten möchtet, dann, genau, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache für euch. Und ich sehe das gerade hier im Hintergrund. Das hier ist kein Mehl, sondern etwas, was sich mein Freund sehr, sehr gerne ins Essen mischt, wenn mehr Proteingehalt in dem Essen sein soll, als drin ist. Weil wir essen ja eigentlich kein Fleisch zu Hause. Und deswegen, wenn er keinen Magerquark da hat, tut er das immer in sein Essen. Und das ist Lupinenmehl. Erbsenprotein? Keine Ahnung. Ja, und auf jeden Fall hat das wohl einen sehr, sehr hohen Proteingehalt und das packt er sich dann einfach auf das Essen. Das schmeckt man auch kaum und damit ist er sehr, sehr zufrieden. Ich habe das natürlich jetzt umgepackt in so einen Glasbehälter, aber auch das vielleicht als Tipp. Hallo Leute, ich melde mich bei euch zurück. Es ist mittlerweile schon sehr spät. Es ist 23 Uhr. Ich habe natürlich vergessen, euch in der Stadt mitzunehmen. Ich war bei Frittenwerk. Und wir haben uns zu dritt 2 solcher Poutines geteilt und das war voll okay. Also es war halt wirklich nur ein Snack und das erlaube ich mir auch. Also ich bin ja jetzt aktuell nicht mehr so komplett streng auf Diät, sondern ich ernähre mich halt einfach viel, viel besser und in meinen Augen halt gesund. Ja, und vorhin ist, also auf dem Rückweg von der Stadt haben mein Bruder und ich auf der großen Straße, die bei uns in der Nähe ist, eine kleine Katze fast überfahren. Die ist dann ins Gebüsch abgehauen. Dann sind wir ausgestiegen, sind zu ihr gegangen, weil die ist halt über diese Straße gerannt. So, wir haben gerade noch so ausweichen können. Haben die dann versucht, im Gebüsch so zu beruhigen und haben mit der gesprochen und so ganz behutsam.
Und erstmal nur ich und dann habe ich mit meinem Bruder getauscht, weil ich dachte, er könnte vielleicht die einfangen, aber die war halt so weit weg und dann ist sie irgendwann einfach abgehauen und die hatte die ganze Zeit miaut, also die war wirklich verloren und dann haben wir sie nicht mehr wiedergefunden und das nimmt mich so extrem mit, also ich komme irgendwie heute gar nicht klar, meine Laune ist die ganze Zeit kacke, weil die rennt halt auf, über die Straßen, ne? Und die ist so klein, dass du die halt leicht übersiehst. Die war, keine Ahnung, ein paar Wochen alt, vielleicht einen Monat. Ich habe halt Hunger so, das ist ja auch ein Food-Video, deswegen wollte ich euch eigentlich mein Essen zeigen. Ich habe wirklich ein bisschen Hunger, aber ich kann nichts essen. Ich habe gar keinen Appetit. Ich würde das jetzt nicht runterkriegen, wenn ich das gerade schon sehe. Wird mir gefühlt schlecht. Aber ich zeige euch trotzdem mal, was mein Freund und ich normalerweise immer essen. Wenn ich jetzt nicht zum Beispiel heute unterwegs gewesen wäre, wäre das mein Mittag- und Abendessen gewesen. Und das war auch das, was wir während der Diät jeden Tag durchgezogen gegessen haben. Da gibt es natürlich immer Varianten von, aber ich zeige es euch jetzt mal. Ich weiß, dass das nicht gerade appetitlich aussieht, aber es schmeckt und es ist effektiv. Und zwar ist das hier, was ist das nochmal, Leute? Buchweizen, glaube ich. Aber wir nehmen auch gerne Quinoa oder Couscous oder manchmal auch Reis. Ne? Also was uns da halt gerade in den Sinn kommt. Dann machen wir dazu Blumenkohl, Brokkoli, Erbsen. Und ich weiß nicht, ob er da noch was reingetan hat, aber ich glaube nicht. Manchmal noch Paprika, Zucchini, aber das ist halt das, was er jetzt gemacht hat. Und wenn ihr da dann noch ein bisschen Feta-Käse zumacht oder euch irgendeine Soße dazu tut, dann ist das wirklich, wirklich lecker. Natürlich gut Pfeffern und Salzen. Aber wie gesagt, ich kriege es einfach, also ich würde es jetzt nicht schaffen, das zu essen. Und ich weiß, dass damit heute der Tag schon over ist und ich euch gar nicht so einen großen Einblick geben konnte in mein Essverhalten. Aber ich werde das auf jeden Fall über 2, vielleicht sogar 3 Tage ziehen. Ich wollte aber real sein und jetzt nicht einfach irgendwie so tun, als würde ich jetzt noch was Gesundes essen oder als hätte ich in der Stadt keine halbe Pommes gegessen, so, keine Ahnung, ja, ist manchmal einfach so, dass man dann sogar das nicht schafft, was zu essen. Und so geht es mir gerade, ich hoffe, dass mich dieser Gedanke irgendwann loslässt oder, keine Ahnung, ich im besten Fall morgen da vorbeilaufe und diese Katze einfach zu mir kommt und ich die einfach mitnehmen kann, so. Das macht mich wirklich fertig. Ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns morgen. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Morgen. Es ist jetzt Freitag. Meine Nacht war wirklich nicht so gut. Ich habe eine Stunde durchgeheult wegen dieser Babykatze. Bin dann, beziehungsweise habe meinen Freund um 1 Uhr nachts geweckt. Er hasst mich. Bin mit ihm dahin gelaufen. Wir haben sie aber nicht mehr gefunden. Aber ja, keine Ahnung, dann bin ich schlafen gegangen. Mein eines Auge ist auch noch so mega geschwollen. Das sieht richtig weird aus. Aber ich komme schon damit klar, was soll ich auch machen. Ich habe mir jetzt schon meine Smoothie Bowl Basis wieder fertig gemacht. Das ist das gleiche wie gestern. Mango, Erdbeere und eine halbe Banane. Und das ist ja immer für uns beide. Und das fülle ich jetzt wieder in meine kleine Schüssel. Der Rest meiner Schüsseln ist in der Spülmaschine, deswegen nehme ich jetzt diese hier. Die sind halt relativ klein, aber ich liebe die. Ich finde, die sehen so schön aus. Die hat mir meine Freundin zum Geburtstag geschenkt. Das sind halt so Kokosschalen. Die finde ich mega stylisch. Ja, Leute, was soll ich euch noch erzählen? Ich weiß nicht, ob dieser Tag heute, was Essen angeht, so interessant wird. Ich versuche natürlich dann auch noch einen anderen Tag, wo ich so interessantere Sachen mache, mit reinzunehmen. Ich gehe heute Abend mit meinen Freundinnen essen zum Griechen in Düsseldorf. Wir gehen zu Kitaro. Das ist wirklich ein richtig, richtig guter Grieche. Da waren wir auch letztes Jahr im Sommer mega oft, bevor die Restaurants alle zugemacht haben. Und jetzt, wo halt wieder alles auf ist, wollen wir unbedingt dahin. Haben auch schon reserviert und ich weiß sogar schon, was ich dort esse. Ich werde nämlich Kohlrouladen essen. Natürlich gibt es auch so richtig geile Sachen, so Fleisch mit Sahnesoße, Pfeffersahnesoße und richtig leckere Sachen wie Steak oder so, aber ich denke mir halt so, vielleicht auch einfach mal so das Vernünftige essen. Und ich bin auch nach so Steaks und so immer so voll, dass ich mir so denke, boah, mir ist richtig schlecht. Und immer wenn ich diese Kohlrouladen esse, das ist glaube ich sogar eine Vorspeise, aber das reicht mir vollkommen, ohne Spaß. Das sind halt 2 Kohlrouladen, vielleicht schaffe ich euch das heute Abend zu zeigen.
Es reicht einfach. Was soll ich euch dazu sagen? Und das ist voll oft bei mir so, wenn ich im Restaurant essen gehe, dass ich sowas richtig Geiles haben will, was dann auch so eine Riesenportion ist. Aber im Nachhinein bereue ich das irgendwie voll, das dann gegessen zu haben, weil ich mir so denke, naja, du hattest zwar Hunger, aber eine ganz normale Vorspeise, sage ich jetzt mal, hätte auch gereicht. Das ist ganz schlimm bei mir, aber ja, heute werde ich diesen Fehler hoffentlich nicht machen und mich für die Kohlrouladen entscheiden. Dazu wird natürlich auch noch Brot kommen und so. Wisst ihr, was ich auch voll oft denke? Das haben wir im Urlaub immer so gemacht. Ne? Man geht ja ins Restaurant und dann kriegt man ja meistens Brot mit Dip und vielleicht noch in Spanien und Griechenland so Oliven, keine Ahnung was. So, und dann bestellt man sich erstmal Vorspeisen, ne? So für den ganzen Tisch, dann isst man erstmal die Vorspeise. Wenn man die Vorspeise dann aufgegessen hat, dann denkt man sich so, gut, jetzt bin ich schon satt, so einigermaßen. Und dann kommt noch dein Riesenteller mit Essen. Dann denke ich mir so, Bro, du hast jetzt Brot gegessen, was ja mega füllt und eigentlich jetzt auch nicht so geil ist, dieses Weißbrot. Also ich meine so für den Körper. Dann schiebst du dir dann noch 10 verschiedene Vorspeisen rein und dann isst du noch so einen fetten Teller. Also das ist ja wirklich, hast du ja deine ganze Tagesration an Essen, hast du eigentlich an einem Abend durch. Genau, deswegen versuche ich mich da ein bisschen zusammenzureißen, weil ich das schon echt krass finde und ich habe das selber bei mir halt auch im Urlaub beobachtet, dass ich da echt immer reingehauen habe und das eigentlich viel zu viel war. Ich werde jetzt meine Beautiful Bowl wieder dekorieren, sie euch dann zeigen, obwohl es genau das gleiche wie gestern ist und dann werde ich sie essen. Das Essen ist angerichtet, liebe Leute. Und falls jemand fragt, wie viele Kalorien das hat, ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, schon am Anfang des Videos gesagt, dass ich keine Kalorien zähle. Ich esse einfach das, was gesund ist, was ausgewogen ist und was mir schmeckt und wovon ich abnehme. Das ist genau das. Aber ich habe auch andere Frühstücksalternativen, die ich euch auf jeden Fall auch noch zeige. Hi Leute, erkennt ihr mich noch? Ich sehe ein bisschen anders aus als heute Morgen. Habe mich fertig gemacht, weil ich gleich noch versuche ein Video zu drehen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich versuche es. Und danach ja essen gehe mit meinen Girls. Jetzt ist aber gerade Snacktime. Ich habe mir mal wieder eine Scheibe Brot gemacht. Das ist keine echte Wurst. Das ist veganer Schinkenspicker mit Paprika oder sowas drin. Ja, schmeckt halt 1:1 wie die Originale. Und ist vegan, was ziemlich nice ist. Genau, das werde ich jetzt essen. Gibt auch nicht so viel mehr dazu zu erzählen. Und dann melde ich mich definitiv, wenn ich im Restaurant bin, mit meinem Essen. Leute, das Licht ist wirklich so peinlich schlecht. Aber ist nicht schlimm. Wir sind jetzt da und das Ding ist, unser Essen, was wir mal essen, gibt es nicht mehr. Ich bin wirklich traurig, deswegen werde ich jetzt was anderes essen. Wahrscheinlich Bifteki, weil das mag ich auch sehr, sehr gerne. Das ist ja dieses Kalbshackfleisch mit Feta drin. Und Evo ist sehr verzweifelt. Ich glaube, es wird ein Salat oder so, wie ich die kenne. Baklava. Einfach Baklava. Es wird Baklava als Hauptspeise. Dass du auch weißt, dass das, was das ist jetzt, ne? Sehr gut. Ja, mega traurig, Leute. Einfach beim Griechen kein Souvlaki mehr. Ich glaube, es hat. Das Brot bei Kitaro, Leute, ist wirklich anders. Dann mit Olivenöl, Pfeffer und Salz, absolut geil. Ich habe mir übrigens eine Cola Zero bestellt. Die haben nämlich einen neuen Geschmack. Und jetzt mag ich Cola Zero und Lille. Unser Essen ist da nicht ganz vollständig bei den beiden. Aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das ist natürlich jetzt nicht das Gesündeste, ne? Aber die wollten mir ja nicht mein, wie heißt das, was ich bestellen wollte? Zur Seite, siehst du das? Ja. Wie heißt das mal, was ich bestellen wollte? Ah ja, meine Kohlrouladen. Wollten sie mir nicht geben. Dann halt nicht. Hallöle, ihr lieben Mäuse. Heute gab es kein Frühstück, weil ich relativ früh los muss und ich habe es einfach komplett zeitlich verpeilt. Ich habe nur eine halbe Möhre gegessen. Und jetzt ist es 15 Uhr und wir essen zu Mittag und es gibt Summer Rolls, richtig geil. Ich zeige euch jetzt gleich einmal, wie man das macht und ich zeige euch auch, was wir da reintun. Und es ist wirklich so einfach und richtig lecker und gesund. Okay, also wir haben hier eine Pfanne mit Wasser drin, denn ihr habt hier dieses Reispapier und das ist halt ganz hart, ne? Also das ist wie so eine kleine, fühlt sich ein bisschen an wie so eine Plastikplatte. So sieht das aus. Das müsst ihr dann hier reinlegen, dann muss es einweichen. Und wenn das dann weich ist, das dauert einen Moment. Erstmal lege ich das nur ein, dann tue ich das schon mal auf meinen Teller.
Und dort mache ich das dann ein. Und danach belege ich das einfach ungefähr so, wie mein Freund das gerade macht. Mit Reis. Normalerweise nehmen wir Glasnudeln. Wir hatten jetzt nur keine mehr, deswegen haben wir Reis genommen. Gurke, Möhre, manchmal noch Avocado. Und er nimmt immer Thunfisch. Ich nehme immer ein bisschen Lachs. Man kann da wirklich reintun, was man will. Dann haben wir da hinten noch ein bisschen Wasabi. Hier diese Sriracha-Soße, die machen wir auch immer drauf. Und dann so eine selbstgemachte Erdnusssoße. Da habe ich einfach Erdnussbutter mit Sojasauce und Hafermilch gemischt. Und die schmeckt richtig gut. Auch dafür habe ich keine Angaben, wie viel ich wovon nehme. Ich mache das einfach immer nach Freestyle. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man das zusammen macht. Hä, du machst das ja jetzt anders. Ich mache das richtig und schlau. Richtig und schlau? Also mache ich das falsch und dumm? Weiß ich nicht. Ich mache es auf jeden Fall richtig und schlau. Ach, dass man das so oben abbeißt? Ja. Mega interesting. Okay, Leute, folgendes. Ihr nehmt das obere Ende und klappt das einmal hier über eure Füllung, ja? Es kommt jetzt der Vorführeffekt, es wird nicht gut klappen. Dann nehmt ihr das untere Ende und klappt das hier rüber. Und dann nehmt ihr die Seiten, klappt einmal die Seite genau so drüber und dann rollt ihr das einfach nur noch ein. So. Und dann habt ihr eine Summer Roll mit einem Loch drin. Haha, nee, aber so. Und dann könnt ihr einfach da eure Soße drauf machen, so wie ich das jetzt mache. Ach, die war zu. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und dann könnt ihr es essen. Juhu! So, ihr Süßen, eure Kochmaus kocht Abendessen. Und das gibt es heute. Cocktailsoße, selbstgemachte vegane. Ich erzähle euch jetzt erstmal was zur Cocktailsoße. Die habe ich wie folgt zusammengemischt. Ich habe einfach nach Augenmaß vegane Creme Fraiche genommen. Dann habe ich dazu ein bisschen Hafermilch getan für diese flüssigere Konsistenz. Dann ein ganz kleines bisschen Ketchup für die Farbe und den Geschmack. Und dann noch diese beiden Gewürze hier. Das ist einmal Paprika-Gewürz und, hallo, ah jetzt, Paprika- und Chili-Gewürz. Auch so ein bisschen für die Farbe und den Geschmack. Und dann habe ich noch eine Prise Salz reingetan. Und ich muss wirklich sagen, es schmeckt richtig gut nach ganz normaler Cocktailsoße. Man merkt nicht, dass es vegan ist. Und hier in meinem Maki-Kocher mache ich gerade Quinoa Tricolore, also dieser bunte. Hier, so sieht das Ganze aus. Kennt ihr bestimmt. Ist halt ganz normaler Quinoa. Und dazu möchte ich dann gleich noch Tomaten, Gurken reinschneiden, wenn das fertig ist. Das dauert aber noch ein bisschen. Dann kommt da oben Avocado drauf und Lachs, dann die Soße und dann haben wir schon unsere Bowl. Genau. Also das ist wirklich so ein einfaches Essen. Ich hatte nicht alles da dafür und deswegen habe ich noch schnell bei Flink bestellt. Das ist so ein Online-Supermarkt. Die haben mir das innerhalb von 10 Minuten geliefert. Finde ich mega geil. Ich habe bei denen schon echt öfter bestellt. Ich Backpapier, Tomate, Gurke, weil das hat mir natürlich gefehlt. Noch eine Avocado und noch ganz viele andere Sachen fürs Frühstück. Haferflocken und Erdnussbutter, Banane und so weiter. Ganz viele leckere Sachen. So Leute, das Essen ist fertig. Ihr habt gesehen, ich habe den Quinoa mit Tomate und Gurke zusammengemischt. Dann habe ich da Avocado drauf getan. Für mich noch ein bisschen Lachs. Mein Freund nimmt Quark. Und dann habe ich noch meine selbstgemachte Cocktailsoße oben drauf gegeben. Und ich denke, das wird sehr, sehr gut schmecken. Inspo war Maya, die hat nämlich heute sowas gepostet. Und letztens war ich auch bei Dean & David und da habe ich auch so eine leckere Bowl mit Quinoa, Cocktailsoße, Lachs und Avocado gegessen. Und ich hoffe, dass es schmeckt. Mir ist nämlich ein bisschen das Salz beim Quinoa ausgerutscht. So, liebe Leute, und das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch irgendwie weitergeholfen hat, dass es euch inspiriert hat. Und natürlich auch, dass es euch schlicht und einfach gefallen hat. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr Interesse daran habt, immer wieder geupdatet zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dann. Tschüss.